Ein Mord ist geschehen. In der privaten Nervenheilanstalt Les Cerisiers, die von Fräulein Dr. Mathilde von Zahnt geleitet wird. Der zweite Mord innerhalb kurzer Zeit. Also ist schon wieder die Polizei im Haus. Man darf doch rauchen. Es ist nicht üblich. Pardon. Eine Tasse Tee? Lieber Schnaps. Sie befinden sich in einer Heilanstalt. Dann nichts. Blocher, du kannst fotografieren. Wie hieß die Schwester? Irene Straub. Alter? 22, aus Kohlwang. Angehörige? Ein Bruder in der Ostschweiz. Benachrichtigt? Telefonisch. Der Mörder? Bitte! Herr Inspektor, der arme Mensch ist doch krank. Also gut. Der Täter? Ernst Heinrich Ernesti. Wir nennen ihn Einstein. Warum? Weil er sich für Einstein hält. Ach so. Auch erdrosselt, Doktor? Eindeutig. Mit der Schnur der Stehlampe. Diese Irren entwickeln oft gigantische Kräfte. Es hat etwas Großartiges. So, finden Sie. Dann finde ich es unverantwortlich, diese Irren von Schwestern pflegen zu lassen. Das ist nun schon der zweite Mord. Bitte, Herr Inspektor! Der zweite Unglücksfall. Innerhalb 3 Monaten in der Anstalt Les Cerisiers. Am 12. August erdrosselte ein Herbert Georg Beutler, der sich für den großen Physiker Newton hält, die Krankenschwester Dorothea Moser. Auch in diesem Salon. Mit Pflegern wäre das nie vorgekommen. Glauben Sie, Schwester Dorothea Moser war Mitglied des Damenringvereins und Schwester Irene Straub Landesmeisterin des Nationalen Judo-Verbandes. Und Sie? Ich stämme. Kann ich nun den Mörder... Bitte, Herr Inspektor! ...den Täter sehen? Er geigt. Was heißt, er geigt? Sie hören es ja. Friedrich Dürrenmatts Komödie »Die Physiker« wurde 1962 uraufgeführt und ist seitdem auf der ganzen Welt immer wieder gespielt worden. Anders als Brechts lebendes Galilei sind die Physiker kein Lehrstück. Mit der Spannung eines Kriminalstücks und den theatralischen Effekten der Groteske nähert sich die Handlung nur langsam dem eigentlichen Thema. Der Verantwortung der Wissenschaftler in einer von der atomaren Vernichtung bedrohten Welt. Aber Dürrenmatt bringt schon in einer der ersten Szenen das Problem zur Sprache, das ihn bewegt hat, dieses Stück zu schreiben. Während der Inspektor auf die Leiterin der Klinik wartet, leistet ihm Herbert Georg Beutler Gesellschaft. Beutler, genannt Newton. Darf ich Ihnen ein Geheimnis anvertrauen, Herr Inspektor? Selbstverständlich. Ich bin nicht Sir Isaac. Ich gebe mich nur als Newton aus. Und weshalb? Um Ernesti nicht zu verwirren. Kapiere ich nicht. Im Gegensatz zu mir ist Ernesti doch wirklich krank. Er bildet sich ein, Albert Einstein zu sein. Was hat das mit Ihnen zu tun? Wenn Ernesti nun erführe, dass ich in Wirklichkeit Albert Einstein bin, wäre der Teufel los. Sie wollen damit sagen... Jawohl. Der berühmte Physiker und Begründer der Relativitätstheorie bin ich. Geboren am 14. März 1879 in Ulm. Sehr erfreut. Nennen Sie mich einfach Albert. Und Sie mich Richard. Ich darf Ihnen versichern, dass ich die Kreuzersonate bei weitem schwungvoller hinunterfiedeln würde als Ernst Heinrich Ernesti eben. Das Andante spielt er doch einfach barbarisch. Ich verstehe nichts von Musik. Richard. Albert? Nicht wahr? Sie ärgern sich, mich nicht verhaften zu dürfen. Aber Albert... Ja, möchten Sie mich verhaften, weil ich die Krankenschwester erdrosselt? Oder weil ich die Atombombe ermöglicht habe? Aber Albert... Wenn Sie da neben der Türe den Schalter drehen. Was geschieht, Richard? Das Licht geht an. Sie stellen einen elektrischen Kontakt her. Verstehen Sie etwas von Elektrizität, Richard? Ich bin kein Physiker. Ich verstehe auch wenig davon. Ich stelle nur aufgrund von Naturbeobachtungen eine Theorie darüber auf. Diese Theorie schreibe ich in der Sprache der Mathematik nieder und erhalte mehrere Formeln.
Dann kommen die Techniker. Sie kümmern sich nur noch um die Formeln. Sie gehen mit der Elektrizität um wie die Zuhälter mit der Dirne. Sie nützen sie aus. Sie stellen Maschinen her. Und brauchbar ist eine Maschine erst dann, wenn sie von der Erkenntnis unabhängig geworden ist, die zu ihrer Erfindung führte. So vermag heute jeder Esel eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Oder eine Atombombe zur Explosion. Und nun wollen Sie mich dafür verhaften, Richard? Das ist nicht fair. Ich will Sie doch gar nicht verhaften, Albert. Nur weil Sie mich für verrückt halten. Aber warum weigern Sie sich nicht, Licht anzudrehen, wenn Sie von Elektrizität nichts verstehen? Sie sind hier der Kriminelle, Richard. Doch nun muss ich meinen Cognac versorgen, sonst tobt die Oberschwester Martha Bull. Leben Sie wohl. Leben Sie wohl, Albert. Sie sollten sich selber verhaften, Richard. Jetzt rauche ich einfach. Jeder Esel vermag heute eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen oder eine Atombombe zur Explosion. Der Wissenschaftler, der seine Forschungsergebnisse einmal aus der Hand gegeben hat, hat keinen Einfluss mehr darauf, wie sie verwendet werden, ob zum Nutzen oder zum Schaden der Menschen. Otto Hahn, der Entdecker der Kernspaltung, verfiel in eine tiefe Depression, als er im August 1945 in einem englischen Internierungslager vom Abwurf der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki erfuhr. Doch Hahn war in der Hitlerzeit in Deutschland geblieben. Dort kam es nicht zum Bau einer Atombombe. Anders Albert Einstein, der miterleben musste, wie die USA, die Regierung des Landes, das ihm Zuflucht geboten hatte, die Atombombe nicht nur entwickeln, sondern auch einsetzen ließ. Musste er sich an der Katastrophe mitschuldig fühlen? Einstein hatte mit seiner berühmten Formel E ist gleich mc Quadrat einen Schlüssel zum Verständnis der Kernreaktionen und zur Praxis der nuklearen Energiegewinnung geliefert. Doch er war sein Leben lang ein grundsätzlicher Gegner des Krieges, des militanten Nationalismus und der Rüstungsindustrie. Welche Schuld traf ihn also an der Katastrophe von Hiroshima und Nagasaki? Als ihm 1955, 3 Jahre vor seinem Tod, ein japanischer Journalist diese Frage stellte, antwortete Einstein: Meine Beteiligung bei der Erzeugung der Atombombe bestand in einer einzigen Handlung. Ich unterzeichnete einen Brief an Präsident Roosevelt, in dem die Notwendigkeit betont wurde, Experimente im Großen anzustellen zur Untersuchung der Möglichkeit der Herstellung einer Atombombe. Ich war mir der furchtbaren Gefahr wohl bewusst, welche das Gelingen dieses Unternehmens für die Menschheit bedeutete. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Deutschen an demselben Problem mit Aussichten auf Erfolg arbeiten dürften, hat mich zu diesem Schritt gezwungen. Es blieb mir nichts anderes übrig, obwohl ich stets ein überzeugter Pazifist gewesen bin. Töten im Kriege ist nach meiner Auffassung um nichts besser als ein gewöhnlicher Mord. 1946 übernahm Einstein den Vorsitz des Emergency Committee of Atomic Scientists, das einen Atombombenkrieg zu verhüten versuchte. Nach seinem Tod erzählte ein in Israel lebender Verwandter: Dieser große Albert Einstein, zum Schluss seines Lebens war er der unglücklichste Mensch. An dem Tage, an dem ich ihn zum letzten Mal lebend sah, an diesem Tage sagte er zu mir: Weißt du, mein Sohn, ich habe noch etwas erfunden. Auf dem Grenzgebiet der Mathematik und der Astronomie. Das habe ich jüngstens kaputt gemacht. Einmal ein Mitmörder an der Menschheit zu sein, genügt mir. Von der Gewissensnot Albert Einsteins angesichts einer Entscheidung, die er nicht zu verantworten hat, für die er sich jedoch mitverantwortlich fühlt, von dieser Gewissensnot ist der Patient Beutler, der sich für Einstein hält, kaum angekränkelt. Doch außer ihm und jenem anderen Patienten, der sich ebenfalls für Einstein hält und wie der echte Einstein auf der Geige dilettiert, gibt es noch einen dritten Geisteskranken in Les Cerisiers, Johann Wilhelm Möbius. Ich lernte Johann Wilhelm als 15-jährigen Gymnasiasten im Hause meines Vaters kennen, wo
wo er eine Mansarde gemietet hatte. Er war ein Waisenbub und bitterarm. Ich ermöglichte ihm das Abitur und später das Studium der Physik. An seinem 20. Geburtstag haben wir geheiratet, gegen den Willen meiner Eltern. Wir arbeiteten Tag und Nacht. Er schrieb seine Dissertation und ich übernahm eine Stelle in einem Transportgeschäft. 4 Jahre später kam Adolf Friedrich, unser Ältester, und dann die beiden anderen Buben. Endlich stand eine Professur in Aussicht. Wir glaubten, aufatmen zu dürfen. Da wurde Johann Wilhelm krank. Und sein Leiden verschlang Unsummen. So schildert die geschiedene Frau des Patienten die Geschichte ihres Mannes. Möbius leidet unter Halluzinationen. Der alttestamentarische König Salomo erscheint ihm und diktiert ihm neue, angsterregende Psalmen. Und auch Möbius wird zum Mörder an Schwester Monika, die ihm ihre Liebe gestand und mit ihm gemeinsam die Anstalt verlassen wollte. Zweifellos die Tat eines Geisteskranken befindet die Polizei auch in diesem Fall. Doch ab jetzt wird Fräulein Dr. von Zahnt ihre 3 gefährlichen Patienten strenger bewachen lassen. Und das hat dramatische Folgen. Mein lieber Möbius, wir werden nicht mehr von Schwestern betreut, wir werden von Pflegern bewacht, von riesigen Burschen. Das spielt keine Rolle. Vielleicht nicht für Sie, Möbius. Sie wünschen ja offenbar Ihr ganzes Leben im Irrenhaus zu verbringen. Aber für mich spielt es eine Rolle. Ich will nämlich hinaus. Die Pfleger zwingen mich zu handeln. Noch heute. Ihre Sache. Nicht ganz. Ein Geständnis, Möbius. Ich bin nicht verrückt. Aber natürlich nicht, Sir Isaac. Ich bin nicht Sir Isaac Newton. Ich weiß, Albert Einstein. Ein Blödsinn. Auch nicht Herbert Georg Beutler, wie man hier glaubt. Mein wahrer Name lautet Kilton, mein Junge. Eric Jasper Kilton? Richtig. Der Begründer der Entsprechungslehre? Der. Sie haben sich hier eingeschlichen? Indem ich den Verrückten spielte. Um mich auszuspionieren? Um hinter den Grund Ihrer Verrücktheit zu kommen. Mein tadelloses Deutsch ist mir im Lager unseres Geheimdienstes beigebracht worden. Eine schreckliche Arbeit. Und weil die arme Schwester Dorothea auf die Wahrheit kam, haben Sie... Habe ich. Ich musste töten, wollte ich jeden Verdacht vermeiden. Da geigt Einstein wieder. Ich verehre Sie unermesslich. Es würde mir leid tun, energisch vorgehen zu müssen. Sie haben den Auftrag, mich zu entführen. Falls sich der Verdacht unseres Geheimdienstes bestätigt. Der wäre... Er hält Sie zufällig für den genialsten Physiker der Gegenwart. Und wie kam Ihr Geheimdienst auf meine Spur? Durch mich. Ich las zufällig Ihre Dissertation über die Grundlagen einer neuen Physik. Zuerst hielt ich die Abhandlung für eine Spielerei. Dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Ich hatte es mit dem genialsten Dokument der neueren Physik zu tun. Sie waren nicht der einzige Leser der Dissertation, Kilton. Ich bin nämlich auch nicht verrückt. Darf ich mich vorstellen? Ich bin ebenfalls Physiker. Mitglied eines Geheimdienstes, aber eines ziemlich anderen. Mein Name ist Josef Eisler. Der Entdecker des Eisler-Effekts? Der. 1950 verschollen. Freiwillig. Ich nehme an, Eisler, auch Sie wollen mich nun zwingen... Aber Möbius... ...bewegen, Ihr Land aufzusuchen? Auch wir halten Sie schließlich für den größten aller Physiker. Plötzlich werden schwere Eisengitter vor den Zimmerfenstern der 3 Physiker heruntergelassen. Ein Entkommen scheint kaum mehr möglich. Ganz zur Zufriedenheit von Möbius, der gemordet hat, weil er dieses Haus nie mehr verlassen will. Er hat sich freiwillig in die Anstalt zurückgezogen, um seine Entdeckungen geheim zu halten. Soll ich den Unschuldigen spielen? Was wir denken, hat seine Folgen. Es war meine Pflicht, die Auswirkungen zu studieren, die meine Feldtheorie und meine Gravitationslehre haben würden. Das Resultat ist verheerend. Neue, unvorstellbare Energien würden freigesetzt. Und eine Technik ermöglicht, die jeder Fantasie spottet. Falls meine Untersuchung in die Hände der Menschen fiele. Das wird sich kaum vermeiden lassen. Die Frage ist nur, wer zuerst an Sie herankommt. Die westliche Großmacht USA? Ihr geht es laut Kilton nur um die Freiheit der Wissenschaft?
oder die Sowjetunion. Sie will die Wissenschaft, sagt Eisler, der Menschheit dienstbar machen. Beide Agenten sind bereit, ihr Ziel mit Gewalt zu erreichen. Es tut mir leid, dass die Angelegenheit ein blutiges Ende findet. Aber wir müssen schießen. Aufeinander und auf die Wärter ohnehin. Im Notfall auch auf Möbius. Er mag der wichtigste Mann der Welt sein. Seine Manuskripte sind wichtiger. Meine Manuskripte? Ich habe sie verbrannt. Verbrannt? Vorhin, bevor die Polizei kam, um sicher zu gehen. Verbrannt! Die Arbeit von 15 Jahren! Es ist zum wahnsinnig werden. Offiziell sind wir es ja schon. Damit sind wir Ihnen endgültig ausgeliefert, Möbius. Wir haben alle drei das gleiche Ziel im Auge. Doch unsere Taktik ist verschieden. Das Ziel ist der Fortgang der Physik. Sie, Kilton, wollen ihr die Freiheit bewahren und streiten ihr die Verantwortung ab. Sie dagegen, Eisler, verpflichten die Physik im Namen der Verantwortung, der Machtpolitik eines bestimmten Landes. Wie sieht nun aber die Wirklichkeit aus? Darüber verlange ich Auskunft, soll ich mich entscheiden. Einige der berühmtesten Physiker erwarten Sie. Besoldung und Unterkunft ideal, die Gegend mörderisch, aber die Klimaanlagen ausgezeichnet. Sind diese Physiker frei? Mein lieber Möbius, diese Physiker erklären sich bereit, wissenschaftliche Probleme zu lösen, die für die Landesverteidigung entscheidend sind. Sie müssen daher verstehen... Also nicht frei. Josef Eisler, Sie treiben Machtpolitik. Dazu gehört jedoch Macht. Besitzen Sie die? Sie missverstehen mich, Möbius. Meine Machtpolitik besteht gerade darin, dass ich zugunsten einer Partei auf meine Macht verzichtet habe. Können Sie die Partei im Sinne Ihrer Verantwortung lenken? Oder laufen Sie Gefahr, von der Partei gelenkt zu werden? Möbius, das ist doch lächerlich. Ich kann natürlich nur hoffen, die Partei befolge meine Ratschläge. Mehr nicht. Ohne Hoffnung gibt es nun einmal keine politische Haltung. Sind wenigstens Ihre Physiker frei? Da auch Sie für die Landesverteidigung... Merkwürdig. Jeder preist mir eine andere Theorie an, doch die Realität, die man mir bietet, ist dieselbe. Ein Gefängnis. Da ziehe ich mein Irrenhaus vor. Es gibt mir wenigstens die Sicherheit, von Politikern nicht ausgenutzt zu werden. Gewisse Risiken muss man schließlich eingehen. Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir. Was sie mit jenen anrichten würde, die ich ermögliche, können wir uns denken. Der Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkung alle Menschen. Friedrich Dürrenmatt in einer Nachbemerkung zu seiner Komödie. Das Stück entstand 1961. Schon 10 Jahre zuvor war die erste amerikanische Wasserstoffbombe gezündet worden. 2 Jahre später eine sowjetrussische. Der Rüstungswettlauf zwischen den beiden Supermächten erreichte in diesem Jahrzehnt erschreckende Dimensionen. Im Falle eines Krieges würde die Auslöschung der ganzen Menschheit immer wahrscheinlicher. Der Philosoph Karl Jaspers, 1956. Seit jeher hat man neue Zerstörungswaffen zunächst für verbrecherisch erklärt. Einst die Kanonen, zuletzt die U-Boote im Ersten Weltkrieg. Doch bald gewöhnte man sich an ihr Dasein. Heute aber ist die Atombombe, Wasserstoffbombe, Kobaltbombe, ein grundsätzlich neues Ereignis. Denn sie führt die Menschheit an die Möglichkeit ihrer eigenen totalen Vernichtung. Ebenfalls im Jahr 1956 sorgte ein Buch des Publizisten Robert Jung für großes Aufsehen. Heller als 1000 Sonnen. Das Schicksal der Atomforscher. Es ist doch seltsam. Und ich kann es nicht begreifen. Meine Jugend stand ganz unter dem Zeichen der Sehnsucht nach Wahrheit, Freiheit und Frieden. Und nun hat mich das Schicksal gerade hierher verschlagen, wo meine Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, die Wahrheit, die ich zu entdecken versuche, hinter Safe-Türen versperrt bleibt.
und meine Arbeit letzten Endes dem Bau der furchtbarsten Kriegswaffen gewidmet sein muss. Was für ein widerspruchsvolles Schicksal. Das sagte 1949 in Los Alamos zu Robert Jung, ein aus Europa emigrierter Atomforscher. Jung stellte dieses Bekenntnis an den Anfang seines Buches, um mit wenigen Worten das menschliche und moralische Dilemma zu skizzieren, in dem sich die meisten am Bau atomarer Vernichtungswaffen beteiligten Physiker befanden. Nur wenige von ihnen waren von Zweifeln so unangefochten wie etwa der früh schon aus Ungarn emigrierte Edward Teller, der Vater der Wasserstoffbombe. Er war ein engagierter Antikommunist und bekannte sich bedingungslos zu den Zielen der amerikanischen Rüstungspolitik. Auf der anderen Seite gab es die 7 Forscher von der University of Chicago, Amerikas führendem Forschungszentrum für Kernenergie. Sie hatten sich 1945 um den Nobelpreisträger James Franck versammelt, um in einem Memorandum an den amerikanischen Kriegsminister vor dem geplanten Einsatz der ersten Atombomben über Japan zu warnen. In der Vergangenheit konnten die Wissenschaftler jede unmittelbare Verantwortung für den Gebrauch, den die Menschheit von ihren uneigennützigen Entdeckungen machte, ablehnen. Jetzt aber sind wir gezwungen, einen aktiven Standpunkt einzunehmen, weil die Erfolge, die wir auf dem Gebiet der Kernenergie errungen haben, mit unendlich viel größeren Gefahren verbunden sind als bei den Erfindungen der Vergangenheit. Wir alle, die wir den augenblicklichen Stand der Kernphysik kennen, leben ständig mit der Vision einer jähen Zerstörung vor Augen, einer Zerstörung unseres eigenen Landes, einer Pearl-Harbor-Katastrophe, die sich in tausendfacher Vergrößerung in jeder Großstadt unseres Landes wiederholen könnte. Eine Kommission von 4 anderen Wissenschaftlern unter dem Vorsitz von J. Robert Oppenheimer, die der amerikanischen Regierung beratend zur Seite stand, verwarf den sogenannten Frank Report. Oppenheimer in einer gewundenen Rechtfertigung einige Jahre später: Wir sagten, wir glauben nicht, dass unsere Eigenschaft als Wissenschaftler uns speziell dazu befähigt, die Frage zu beantworten, ob die Bomben angewendet werden sollten oder nicht. Die Meinung zwischen uns ist geteilt, wie sie es auch zwischen anderen Menschen wäre, wenn sie wüssten, worum es geht. Es ist derselbe J. Robert Oppenheimer, der sich 1949 dem Bau der Wasserstoffbombe widersetzte. Seine moralischen Skrupel waren am Ende doch größer als sein Forscher-Ehrgeiz. Erst 1956, dem Jahr, in dem der Ungarnaufstand durch sowjetische Panzer niedergeworfen wurde, erfuhr man im Westen, dass sich auch in Stalins Sowjetunion zahlreiche Forscher geweigert hatten, an der Weiterentwicklung atomarer Vernichtungswaffen zu arbeiten. Sie waren zu Deportation und Zwangsarbeit verurteilt worden. Ein Journalist hat es unternommen, der Geschichte der Atomforscher nachzugehen. Es ist ein spannendes Buch entstanden und ein wichtiges, eine notwendige Information. Es tut gut zu wissen, wie weit der Ast angesägt ist, auf dem wir sitzen. Eine Chronik vom Untergang einer Welt der reinen Vernunft. So beginnt Friedrich Dürrenmatts Rezension von »Heller als 1000 Sonnen« in der Zürcher Weltwoche vom 7. Dezember 1956. Noch wichtiger als die Chronik der Ereignisse erschien Dürrenmatt der Umstand, dass gezeigt wird, inwiefern Wissen Macht sein kann und vor allem, wie aus Wissen Macht wird. Das ungeheuerlichste Machtmittel der Gegenwart beruht auf einem so sublimen Wissen, dass die Frage lautet: Wie war es möglich, dass sich dieses spezielle und durch die Schwierigkeit seines Verstehens an sich geschützte Wissen in Macht umwandeln konnte, dass sich auf der menschlichen Ebene etwas Ähnliches ereignete wie auf der physikalischen, in der sich Materie in Energie verwandelte. Dieser Prozess wurde mittels der Zertrümmerung einer internationalen Elite von Wissenschaftlern durch die Politik ausgelöst. Der Gedanke, welcher der Atombombe zugrunde liegt, die tiefe Einsicht in die Struktur der Materie, ist ein Gedanke der Menschheit, gleichsam vertreten durch eine kleine Elite von Forschern und nicht von einer Nation zu pachten. Auch gibt es keine Möglichkeit, Denkbares geheim zu behalten. Jeder Denkprozess ist wiederholbar. Das Problem der Atomkraft, die Atombombe ist nur ein Sonderfall dieses Problems, kann nur international gelöst werden, durch Einigkeit der Wissenschaftler.
Dass diese Voraussetzung schon durch Hitler zerstört wurde, schuf das Verhängnis. Es zwang die Physiker, ihr Wissen an eine Macht zu verraten, aus dem Reich der Vernunft in jenes der Realität überzusiedeln. Möbius hat beschlossen, sich dem Reich der Realität zu verweigern. Er will weiter den Verrückten spielen. Und seine beiden Kollegen, die ihr Wissen an die Macht verkauft haben, müssen sich ihm anschließen. Denn kämen sie frei, hätten sie sich für die Morde an den Krankenschwestern zu verantworten. Und am Ende kommen sie sogar zu derselben Einsicht wie Johann Wilhelm Möbius. Verwandeln wir uns wieder in Verrückte. Geistern wir wieder als Newton daher. Fädeln wir wieder Kreisler und Beethoven. Lassen wir wieder Salomo erscheinen. Verrückt, aber weise. Gefangen, aber frei. Physiker, aber unschuldig. Ein friedvolles Idyll. Doch mit ihm darf das Stück nicht enden. Denn die Flucht der Intellektuellen vor der Wirklichkeit kann keine Lösung sein in einer Welt, die von der Apokalypse bedroht ist. Im Anhang zu seiner Komödie schreibt Friedrich Dürrenmatt: Eine Geschichte ist dann zu Ende gedacht, wenn sie ihre schlimmstmögliche Wendung genommen hat. Und darum siegt am Ende der Wahnsinn über die Vernunft. Fräulein Dr. von Zahnt triumphiert über Möbius und seine Kollegen. Sie nämlich ist die einzige wirklich Wahnsinnige. Heimlich hat sie die Aufzeichnungen des genialen Physikers kopieren lassen. Und riesige Fabrikanlagen stehen schon bereit, um ihr den Griff nach der Weltmacht zu sichern. Was euch umgibt, sind nicht mehr die Mauern einer Anstalt. Dieses Haus ist die Schatzkammer meines Trusts. Es umschließt drei Physiker, die allein außer mir die Wahrheit wissen. Was euch in Bann hält, sind keine Irrenwärter. Sievers ist der Chef meiner Werkpolizei. Ihr seid in euer eigenes Gefängnis geflüchtet. Salomo hat durch euch gedacht, durch euch gehandelt. Und nun vernichtet er euch. Durch mich. Ich aber übernehme seine Macht. Meine Anstalt ist voll von verrückten Verwandten, mit Schmuck behängt und Orden. Ich bin die letzte Normale meiner Familie. Das Ende. Unfruchtbar, nur noch zur Nächstenliebe geeignet. Da erbarmte sich Salomo meiner. Er, der 1000 Weiber besitzt, wählte mich aus. Nun werde ich mächtiger sein als meine Väter. Mein Trust wird herrschen. Die Länder, die Kontinente erobern, das Sonnensystem ausbeuten, nach dem Andromeda-Nebel fahren. Die Rechnung ist aufgegangen. Nicht zugunsten der Welt, aber zugunsten einer alten, buckligen Jungfrau. Der Verwaltungsrat wartet. Das Weltunternehmen startet, die Produktion rollt an. Es ist aus. Die Welt ist in die Hände einer verrückten Irrenärztin gefallen. Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.